Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions Recon mit dem Floss da neben mir. Hallo. Hallo. Ich habe mir Flügel gekauft, das Zerkit-Kostüm. Es ist zwar richtig teuer, aber sieht recht cool aus. Mir fehlt halt hinten nach einfach irgendwas und jetzt habe ich hinten was. Jo, ich bin Level 32 jetzt, habe ein bisschen gefarmt. Leider nicht so viel gefunden, aber ein zweihändiges Sudang-Schwert habe ich mir gekauft oder gefunden, weiß jetzt nicht genau. Und heute werden wir raus in die Warzone gehen, einfach mal ein bisschen Scheißdreck machen. Und mal schauen, ob wir den roten Kristall irgendwo sehen, aber der ist wahrscheinlich schon in Syrtis drin. Der ist schon weg, den haben Alios schon genommen. Alios, Alios, dann gehen wir mal zu Alios, oder? Wir klauen den, Bin ich weißt falsch? Ah nee, du bist sogar richtig. Ich bin richtig, weil ich richtig bin. Ich muss mal hier eine Quest abgeben. Eine Axt geliefert, ja klar. Gut, abgegeben. Quest erledigt. Oder kommen wir gehen mal zu dieser Schlucht da vorne. Mal schauen, ob er da ist. Der müsste eigentlich jetzt da sein. Was? Der Skelett der Ra. Ah, du meinst so ein Ja, ein Boss. Skelettkopf. Ja, der ist da. Ah nein, nicht zum Sammelfort, das ist ein Relikt. Der Boss ist nicht auf der Karte zu sehen, er ist dort bei dieser Schlucht. Die markante Schlucht Ja, da. da sterbe ich eh, der macht, glaub, einen Ja Schuss. klar, aber nur anschauen. Ich will mal schauen, wie er aussieht. Das ist, glaube ich, so ein Löwe, Skelettlöwe. Ägyptischer Löwe. Wir könnten noch in den Sumpf gehen, mal schauen, was dort so ist. Weil dort leben manchmal Syrten. Vielleicht ist einer in unserem Level und wir machen ihn gar mehr zum kaputt. Aber ich denke eher nicht, weil dort hat es Stärke. Und so, wir müssen hier rein. Gestern hat ein anderer Spieler mich angeschrieben, der von Alysios ist. Und ja, hat gesagt, er unterstützt mich und er will mit mir mal treffen. Könnten wir mal PvP machen? Er ist nicht da. Schade. Er ist gerade nicht hier, aber er ist, glaube ich, jeden zweiten oder dritten Tag hier. Oder er ist schon besiegt worden. Nein, ich denke nicht, weil der ist extrem stark. Da braucht man 10 oder mehr Leute. Da ist der Boss Igneodin. Der ist irgendwie runtergefahren. Ich sehe immer öfters Gegner, die einfach irgendwo runterfallen und plötzlich in der Nord sind, weil sie nicht mehr hochkommen. Auf nach Alsius! Aslius! Nach Aslius, okay. Haslius, Alsius, Haslius. So, also dann gehen wir nach Süden zum Sumpf. Da haben wir noch Überlebenschance, so hier bei den Forts nicht. Wir könnten sonst mal zum Schloss hoch. Gehen wir mal zum Schloss, ist ja gleich auf dem Weg. Ja, das ist nicht hier, das ist weiter unten. Shanarit Castle. Also wenn du einen Gegner siehst, müssen Ja, wir dann sage abhauen. ich Bescheid. Wenn ich ungewohnt Ja, Gegner ich sehe. schaue zu auch, aber eben doppelt ist besser. Weil es gibt wirklich Arschlöcher in den anderen Reichen, auch in unserem Wenn du Reich. ganz kurz wartest, dann Ja, mache ich kurz. ich erkunde mal kurz hier oben. Hier Ja, ist ein wenn ich Stein. dann meine Auflösung größer mache, dann kann ich besser Ja. sehen. Hier ist ein Gestein mit einem Magneten. Cool. So. Okay. Bin hinter dir. Also gehen wir hier oben durch, oder? Ist das gut? Was ist denn diese Schlucht? Das ist eine Schlucht oder so. Eine Senke. Können wir schon mal ein bisschen erkundschaften, damit wir dann rauskommen, wenn wir die ersten Wasser auf Ding machen, Levels. Kommen wir da überhaupt runter? Ja, nicht. Ich gehe jetzt hier oben durch. Ich will noch erkunden, ich will nicht runter.
Das sind alles violette Gegner hier. Da haben wir noch genug zu leveln. Diese Gargoyles, die sind mega groß. Ich hab bis 60. Ja. Was ist dann, wenn man Level 60 ist? Was? Ja, dann levelt man nicht mehr weiter, dann sammelt man für Reichspunkte und Kämpfe für Ignis. So, ich denke aber hier wird es gefährlicher. Weil vielleicht ein paar Leute hier sind, die angreifen wollen, aber ich denke jetzt gerade nicht. Ich sehe noch keine. Ja. Auch bei dir drüben nicht. So, wir müssen hier irgendwo hoch, ja, da hoch. Aber wenn, dann können wir eh schneller wegrennen, weil die sind, glaub, dann ohne Pferd. Ja, aber manche haben eine riesen Reichweite. Je nachdem, hier hat's. Da ist einer. Das ist ein rohes Ding. Aber der ist bei uns. Cassius Clay, ja. Das ist ein Ege. Die Orangen sind die Egen, die sind freundlich. Also die können uns nicht schaden, das ist gut. Unsere Verbündeten. Jetzt große schwarze Witwe in diesem Weiß bei mir. Ich habe mir grüne. So, dann könnte man eigentlich hier auch leveln. Ja, aber es ist so gefährlich, weil da immer wieder Leute durchgehen, die Schandarita angreifen wollen. Oh, schaut mal, ist richtig geil. Von vorne sieht es auch cool aus, von hinten habe ich sie immer wieder bewundert. War ganz früher nicht so schön. Ich war doch letztes Mal auch mal hier, gell? Da hat mich dann einer angegriffen, der war Level 60 und brauchte 5 Schläge, um mich zu töten. Und eigentlich bricht der ein Level 60er, um mich zu schlagen. Ja, nicht mal einen Schlag. 2 Hits. Barbaren schon mehr, aber Barbaren sind mega irgendwie unterrüstet im Gegensatz zum Ritter. Ritter haben immer so schöne Rüstungen. Schau mal mich an, Lederrüstung. Willkommen im Reich der Barbaren. Oh, schaut mal. Ich mag den Stil irgendwie. Hallo bei der Pennecke. Hier dürft ihr überall pennen. Und ich mache die Buchhaltung. Aha, Floster, so möchtest du pennen? Ist es nicht so wie in der Türkei oder so, dass man irgendwie auf dem Boden pennen kann? Ja, sitzen, beten und so. Pennen. Ja, also. Allah. Betet zu Allah. Und geht nicht zu Allah tot. Wie heißt das? Allahed. Geht nicht zu Allahed, sonst landet ihr mit dem Allahed dort. So, jetzt können wir hier raus, ne, und hier rüber. Da ist auch Pennecke. Ich gehe noch kurz hoch raus. Irgendwo hier muss da auch ein Edelstein sein, oder? Ja. Edelstein? Der ist aber hinten, dann müssen wir nach oben, glaube ich. Dahin. Ein Relikt. Ein Relikt, nicht Edelstein. Ja, da geht's aber runter. Ah, hier geht's hoch, schau. Auf der Seite hier. Nee, ich wollte auf den Stuhl unten hocken. Auf den Stuhl hocken. Aber der Stuhl ist ein bisschen hoch. Ich mag die Architektur so. Wo bist du? Ein Auge. Ganz hinten, also auf der Seite. Schau auf der Map, wo ich bin. Da ist die Treppe. So, und dann ist der Kopf hier oben auf dem Turm. Das ist noch gut, dass man den auf den Turm tut, dann müssen die anderen lange laufen, verlieren Zeit. Dann können wir sie wieder angreifen. Hier ist ein Schädel. Ach schön. Aber wo ist jetzt der Schädel? Ist der unten? Ah, schön aussicht. Hübsch, hübsch. Was sind denn das? Nur so, Holz, wahrscheinlich vom Dach. Oben ist nichts so viel. Ich wollte nochmal gucken. Ja. Irgendwo ist hier der Schädel, aber wo weiß ich nicht. Unten vielleicht. Dann gehen wir wieder runter.
Obwohl das Panorama. Diese Flagge kann man anwählen, aber es ist nichts. Wächter. Lol, das ist auf Englisch. Die haben das gar nie übersetzt. Ah, schön am Lagerfeuer. Ein Dönerbraten. Eine Bratwurst, ja. Was ist auf Englisch? Die reden dort, die Leute da reden Englisch. Oh, oh. Geh mal rechts, links. Bin ich jetzt runtergekommen? Hochgekommen. Auf der Seite des Turms kann man runter wieder. Ach, da. Irgendwo hier, da drüben. Dann muss das eigentlich hier sein irgendwo. Da ist der Thronsaal, aha. Hier ist er auch nicht. Komm mal runter. Oh, 1600 Schaden. Bist du tot? Nein, nein. Ich bin runtergehüpft. Hab keinen Bock runterzulaufen. Ah, da ist er, oder? Ja, da ist der Schädel. Das ist das Relikt. Mit dem Relikt kann man, glaube ich, die Drachen beschwören. Ja, denke schon. Hab das schon so lange nicht mehr gespielt. So, hier ist geht nicht raus. Wo geht's raus? Vorne. Vorne. Ah, hier ist noch Reichsquests-Tafel. Gut. So, jetzt gehen wir in den Sumpf. Da habe ich mich immer versteckt als Heiler und habe dann die Leute, die im Sumpf gekämpft haben, unterstützt. Die Egen haben sich dann immer die ganze Zeit in die Hose geschissen, weil sie dachten, den Leveler, den sie angreifen von Süden, ist alleine, oder? Dann habe ich immer ihn geheilt und dann hat der andere verloren. Was machst du? Kannst du nicht raus? Hallo? Was gibt's Neues? Ein Hi. Okay. Gute Antwort. Froster? Ja? Kannst du nicht raus, oder was? Komm mit. Geh raus. Ich bin rausgegangen. Ich bin doch hinter dir. Hä? Jetzt plötzlich wieder hinter mir. Bei mir warst du am Ding, an der Tür hängen geblieben. Okay, dann was ist asynchron? Du hast schon die ganze Zeit bei dir. Ja, schon gut. Weil du nichts gesagt hast, was ich gefragt habe, dachte ich, du hättest es. Ja, ich hätte schon längst gesagt, ja. Warte. Ja, aber ich dachte, du hättest die Verbindung verloren. Ach so, nee. Ja, es gibt andere, also es gibt manche Leute, die haben echt schlechte. Ich glaube, der Anbieter ist schuld oder so, dass die manchmal die Verbindung verlieren bei Recken. Joch, guck mal, da links. Riesige Wüstengolem. Ja, schön, schönes Meer. Ah, schau mal den an. Hier ist ein Klotz. Das ist ein Wüstengolem. Ein Klotz. Eigentlich. Wenn man da drüber läuft oder so, werden die größeren greifen zu Agro, ja, ja. Die nicht. Die sind wahrscheinlich nicht Agro. Anacondas sind hier cool. Willst du den nehmen? Nimm du den. Ach, da ist ein Stein. Ein bisschen abgeben. Weil ich habe genug Magneten, also nicht genug, ich muss nicht. Noch. Ich muss noch mehr als 500 kommen, ich habe nur 172. Ach, du hast 900? Ich habe 172. Ach so. Ab 500 muss ich, nein, 1000 muss ich haben. Zwei Magnetbahnen. Riesige Anaconda ist sogar hier. Oh, schau mal das Schiff. Das ist ein bisschen gestrandet, habe ich so das Gefühl. Ein bisschen verfehlt. Mhm. Oh, da kann man durchlaufen. Durchglitschen. Sumpf, bester Name ever. Wenn schon Swampland aus Minecraft.
Hier ist ein Krokodil. Ah nein, dann. Ja, Saurier, großer Saurier. Da ist der Goamon. Goamon. Chulu. Was ist das eigentlich für eine Kreatur? Ist das ein Pet oder was ist das? Hab ich noch nie gesehen. Der ist doch auch von uns, oder? Ja, ja, der ist schon von uns, aber er ist doch ein Barbar mit zwei Äxten. Hat er was geschrieben? Nö, oder ne? Sonst ist hier nicht so viel los. Aber ich mag irgendwie den Sumpf. Ich zeig mal den Busch, wo ich immer drin war. Da ist jemand. Wo? Auch ein Orange. Von nein, grüner. Der ist unmöglich. Ja, ja, hauen wir ab. Gehen wir zu dem, wo der Level da. Der kann uns schützen, wenn er uns sagen. Aber das ist ein Leveler, der killt uns nicht. Es gibt Leveler-Killer, die killen uns. Aber. Wir gehen einfach mal oben durch. Oh, hier ist ein Blüten. Hier ist das Schiff wieder. Hast du nicht gesagt, irgendwas in Ignis reinschreiben? Ja, wenn einer im Reich innen ist, aber nicht außerhalb des Reichs, war man nicht im Sumpf. Also sonst kannst du schon schreiben. Die Leute werden wahrscheinlich ihn einfach nicht töten, weil es ein Leveler ist. Ein harmloser Leveler. Wenn du jetzt einen Leveler siehst, am besten nicht zu nahe kommen, dem Leveler und also den vom anderen Reich. Und ja, nicht aufmerksam machen oder so, sonst killt er dich dann auch plötzlich noch. Der war jetzt zum Beispiel unmöglich bei mir. Bei dir wahrscheinlich immer muss es auch. Ja, die machen dich ein paar Hit und dann bist du tot. Schau, hier drin war ich immer in diesem Ding hinter dem Baum da. Manchmal hier, aber hier sieht man uns. Vor allem die Flügel sieht man. Hier vorne war ich immer. So, immer hier drin. Hab mich ausgeruht. Dann sah man mich nicht. Und immer wenn Leute drüber gekommen waren, habe ich die verarscht und angegriffen. Als ich noch Hexe war, habe ich die immer dann gestunt. Aber ich war lange Zeit Beshi. Und ja. Wollen wir ein bisschen zu den Söten rüber? Nein, nein. Das machen wir dann, wenn wir hochlevelig sind. Also wenn wir ja Level 40 sind oder so. Jetzt gehen wir hier noch am Waldrand entlang. Am Fluss entlang. Was machst du? Warte mal noch ein bisschen. Ja, warte. Ich hab nämlich geguckt, noch ein bisschen. Hier gibt's Jaguars und Pumas. Okay, kannst weiterlaufen. Pumas. Ein Gestein ist hier. Bist du denn? Komm, nimm den. Bevor ich's nehme. Brauch noch Magnetstücke. Ich glaube erst 27. Ja, ich denke, hier ist nicht viel so los. Hier ist ein Orklager, glaube ich. Ist das das Ignis Orklager oder ist das woanders? Da ist gar nichts. Dann ist es nicht das Orklager von Ignis und auch nicht von Syrtis. Schade. Da unten hätte es einen NPC, aber der wird wahrscheinlich uns auch killen. Hier am Strand drüben. Gigantische magische Käf. Ist sind bei mir noch Löder. Bei mir auch noch. Hier ist ein Pavillon. Hier auf beiden Schiffen kannst du in die Ruhmeshalle.
Aber da ist nichts drin und man kommt auch nicht irgendwie raus. Irgendwie buggt es ein bisschen oder so. Hier sind auch wieder gigantische Steingolems. Dann gehen wir mal zum Samal fort. Ich dachte, es wäre ein bisschen mehr los gerade jetzt, aber es ist auch nicht die Zeit, wo man eigentlich die Kriege macht. Ist noch ein Schatz. 108, wow. Ein Schatz. Oh, ist es zerstört. Ist es auch mal... Nein, das ist nicht in diesem Spiel, wo die Gebäude sich wieder erholen und so. Das ist es doch. Vor allem ist es momentan sehr zerstört. Ach, Alsen, was habt ihr mit diesem Fort gemacht? Das ist aber nicht hübsch, was ihr hier anrichtet. Reden die auch Englisch? Ein Dwarso. Blast sein Hase. Da ist ein Geheimgang. Aber ich mag irgendwie die Architektur hier. Hier ist eine Kiste. Upgrade. Ah, hier kann man reparieren, so. Okay, dafür braucht man also Gold später noch. Gut. Bist du hoch oder runter? Hoch. Ich geh runter. Und du warst dann bei Unterwalls, wo wir finden, zwei Force in der Küste voll zu verriems. Oh nö. Wirklich? So, ich gehe wieder runter. Ich gehe in den Geheimgang. Bist du? Jetzt bin ich hinter dem Fort. Zum See möchte ich mal. Warte mal kurz auf mich. Ach, mich greift einer an, aber das ist ein Grüner. Ja, die greifen dann gerne immer so nicht. So, dann gehen wir hier zum See mal. Oh, schau mal, Urlaub. da ist einer. Wo? Ah ne, das ist nun so ein Stand. Und da ist der. Ja, ich hab gedacht, das wäre der NPC da. Ne, das ist der Vogel, wo ich gedacht hab. Im weiten Ort sah der aus wie mit Kopf und so. Der hat nur Magis, da unten. Keine Waffen, hier. Boah, sind das hochlevelige Waffen. Ab Level 41. Elite Barbarenschwert, das sieht cool aus. Bogen und Zauberer, aber kein Nahkämpfer. Hm. Oh, das ist 28. Hier in, das ist hier in der Mitte. Wo bist du hin? Zum See. Also. Ich sehe dich nämlich gerade. Kane Desert Hunt ist hier, aber der ist neutral. Da redet einer. Ich sehe dich nicht. Wo? In der Mitte, auf der Insel. Ja, ja, jetzt. Sind nur alle Sicken. Muss keine Angst haben. In der Mitte von der Insel. Bei mir bist du woanders. Ich gehe jetzt gerade rüber. Siehst du die Windmühle rechts? Die rechte Windmühle, da bin ich jetzt. Okay. Bei mir bist du bei der Brücke. Es ist ein bisschen asynchron momentan. Bei der linke Windmühle bist du rechts. Bei der Mitte. Mit der rechts. So bei der rechts. Okay. Schau auf die Map, wenn du mich siehst dann. Ja, bei mir bist du anderes. Hallo Omega. Hallo Omega. Du bist in der Aufnahme. Oh ja, schön. Hallo. Hallo, YouTube. Der Mecker mit seinem Hasen. Ach Mann.
Jemand mit einer Aufnahme. Du kannst drüber über das Wasser. Achso, ja, jetzt können wir früher sagen. Ja, dann will ich nicht stören. Ja, tschüss. User left your channel. User left your channel. Oh, er kann mit dir nicht Robocraft spielen. Ach, jetzt. Okay, die Aufnahme ist bald vorüber. Wir gehen noch kurz in dieses Vor da vorne. Neben den Krallenschlamm. Machst du noch eine zweite oder nicht? Naja, vielleicht später am Abend, wenn mehr los ist. Momentan ist es eher so ein bisschen erkunden, was dann nicht für alle Spiele. Ja, genau, dann sehen sie, wie wir spektakulär von einem Bogen, von einem Pfeil durchbohrt werden oder von einem kein Blut spritzt. Magier mit einem Meteoriten erschlagen werden. Splatter-Effekte, nix geschehen. Zyklop, der ist auch weiß bei mir. Man geht eigentlich immer rein und dann ist man falsch herum. Ja. Also das ist jetzt intakt, was hat das sie. Ähnlich? Das ist Level 4, Hauptwache, Eisentor. Möchte verbessern. Das ist noch da recht hell. Da ist nochmal so ein Kopf. Hier. Ja. Ist nochmal so ein Schädel oder Gestein. Ja. Nee, das ist ein Schädel. Ja, es gibt. Das sind, glaube ich, alle drei Schädel. Das ist eins ein Buch oder so. Wo ist es? Ja, es sind alles drei, die Schädel. Ja. Die anderen Relikte von den anderen sind dann ein bisschen anders. Wo ist es? Dahin? Hier unten. Das ist jetzt so ein grauer, bisschen grünlicher. Muss ein bisschen chillen. Also, Dankeschön fürs Schauen dieser Folge. Nächste Folge auch wieder. So ein bisschen Spezialfolge. Und ja, momentan level ich noch fleißig. Aber es geht heute viel länger. Ja, mal schauen. Tschüss.